Die Tour geht weiter. Ein paar Probleme, eigentlich mehr persönliche Probleme, die müssen wir erstmal regeln. Und dann landen wir mitten in der Natur. Schaut euch das an, wie viele Flamingos das sind. Bleibt dran! Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Uhr 21 Grad und 4440 Kilometer sind wir schon mit unserem neuen Schätzchen gefahren. Wie ihr seht, ich sitze vorne, das heißt, der Milo schläft. Wir sind jetzt wieder unterwegs. Wir müssen, würde ich mal sagen, los, weil wir ein kleines Problemchen haben. Für uns ist es eher ein, ja, schon ein bisschen größeres Problem. Ja, wir brauchen Internet. Wir haben so viel Internet verballert. Wir hatten zweimal 100 Gigabyte weg. So schnell geht das. Das Problem ist, wir hatten ja eine Karte im Router. Darauf greifen wir zu. Also wenn ich hier drinne bin, mein Handy greift darauf zu, der Laptop greift darauf zu. Illo greift, glaube ich, auch automatisch mit darauf zu, wenn er halt WLAN an hat. Und dann haben wir noch eine Karte bei Illo drin. Ja, das Ding ist aber, wir laden ja YouTube-Videos hoch. Und das verbraucht so viel Gigabytes. Ja, und dann beschriften wir die Videos. Also wir sind viel im Internet, um alles fertig zu machen, beschriften etc. Kommentare, E-Mails, Instagram, ja. Also echt vieles, wo bei uns wirklich das Datenvolumen aufgefressen wird, anders kann man es nicht nennen. Und ja, das ist echt blöd. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie die Möglichkeit haben, ich sage jetzt mal 60, 70 Euro zu bezahlen und dafür unlimitiert. Da müssen wir uns jetzt auf jeden Fall mal schlau machen, weil alles andere, das können wir gar nicht irgendwie bezahlen. Das wird unüberschaubar. Unsere 80 Gigabyte sind ja auch mal schnell weg. Das Gute ist ja wirklich, in Deutschland haben wir das unlimitierte Datenvolumen. Da weiß man es echt mal zu schätzen. Also ihr zu Hause, man frisst wirklich anscheinend so viele Gigabytes. Wie auch immer, ich wollte mal was zum Campingplatz sagen. Ich habe auf dem Campingplatz, oder wir haben dort sehr, sehr gut geschlafen. Was ich echt schön finde, wenn du da liegst, du hörst das Meeresrauschen. Das fand ich ganz gut. Ansonsten der Campingplatz wirklich sehr gepflegt, die sanitären Anlagen, sowohl hinten die WCs als auch vorne die Duschen, immer sauber. Also wenn, da habe ich auch immer jemanden irgendwie reinigen, also putzen, reinigen gesehen. Klopapier da. Klopapier ist da, das Wasser heiß, ordentlicher Wasserdruck, nicht nochmal extra was für die Dusche bezahlen. Ganz, ganz viele Deutsche auf diesem Campingplatz. Also ich würde sagen, hauptsächlich, ja, ich würde sagen, sogar 95% Deutsche, vereinzelt mal ein Franzose, mal ein Niederländer mit dabei. Zuschauer haben wir auch wieder getroffen, der sagte, da kann mal ganz schön es windig sein. Ja, der hat uns nochmal bestätigt, ne? Den einen, den Illo da gequatscht hat, hier wegen der Macke, der sagte das ja genauso, dass es da gut windig sein kann. Die Info hat man. Was ich sehr schön finde, man ist dort am Strand und kann gleichzeitig sein Fahrzeug sehen. Das finde ich auch mega cool. Und ja, Preis, wir haben jetzt sogar noch einen Rabatt gekriegt. Also Barzahlung ist dort nur gewünscht. Genau, nur Barzahlung. Und wir haben jetzt, glaube ich, also hätten eigentlich, ich glaube, 81,90 für vier Nächte haben wir jetzt gezahlt. Und ich finde, das ist okay. Ne? Also so, klar, Nebensaison und so weiter, in der Hauptsaison wird es mehr sein. Aber wir sind echt top zufrieden dort. Ne? Wir haben uns sehr, sehr gut erholt. Also schaut euch das Wetter an heute auch. Eigentlich müsste man wieder ins Meer und wie so gesagt, weiter. Wie gesagt, da kann man normal baden. Hunde sind dort auch erlaubt am Meer. Da sagt keiner was, auf den Campingplätzen Hunde erlaubt. Man kann da nebenan zum FKK-Strand, man kann da schön spazieren. Von daher, ja, und es ist noch sehr, sehr viel Platz. Meiner Meinung nach ist noch viel Platz ja, dort. Wobei ne? Der Zuschauer sagt, also es ist schon voll. Ne? Also er war sonst da war es leer und jetzt ist es seiner Meinung nach voll. Also es hat wohl zugenommen. So können wir es dann einfach auch nur wiedergeben. Und ja, wir fahren dann jetzt erstmal weiter. Jetzt erkenne ich hier was. Ich finde
immer so als Beifahrer, ich konzentriere mich da nicht so. Also man guckt viel und so, aber als Fahrer nehme ich persönlich mehr auf, beziehungsweise kann mich eher wieder an was konzentrieren, weil als Beifahrer lässt man ja doch mal so die Gedanken schweifen, guckt einfach so irgendwo ins Leere. Und hier jetzt nicht, die Dame lassen wir natürlich vor, keine Frage. Ja, auf jeden Fall da vorne, das hier in diesem, ich sag jetzt mal Kreisverkehr, habe ich gerade wieder erkannt. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall gucken, inwieweit muss ich vielleicht sonst runter mit dem Fahrrad zum Laden. Also es wird hier immer sehr gut eng auf jeden Fall. Ja, hier geht es gerade, aber zwischendurch gerade sind da irgendwelche Transporter oder wie hier, die dann ja, B- und Entladen, irgendwelche Supermärkte und da ist es wirklich eng. Da muss man sich so ein bisschen lang schlängeln. Also wir haben jetzt hier direkt geparkt, wo hier richtig das Stadtzentrum ist, an der Seite. Und das ist auch schon die erste Nummer, wo man natürlich so ein bisschen im Stress ist. So, geht hier alles gut, kommt keiner, Mops ist mit den Kindern hier drin. Ich bin auf jeden Fall darüber. Und Mops sagte ja, ja, dann holst du irgendwie unlimitierte Daten und so weiter. Das ist alles gar nicht mal so einfach. Du kommst dann in den Laden rein, die können auch nicht mal richtig gut Englisch oder sowas. Der eine konnte ein bisschen besser als die andere, die konnte gar nicht. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, okay, dann mach einfach wieder 100 Gigabyte voll. Die sagte ja so, 20 Euro. Ich sage, okay, kein Problem, machen wir auf jeden Fall. Dann hat die aufgeladen, dann gucke ich drauf. Da fehlt aber das Datenvolumen. Dann hat die mir eine Nummer hingelegt, so 1470 müssen sie anrufen. Ich sage, wie soll ich denn da anrufen? Ich kriege überhaupt nichts hin, weil halt dieser eine Monat halt, wofür diese 100 Gigabyte gedacht waren, noch nicht rum war. Und ja, auf jeden Fall sagte der eine, okay, er übernimmt das. Er hat es jetzt alles hingekriegt, aber das war zum Thema ja mal eben. Und wir zahlen ja für den Vertrag 107 Euro jeden Monat. Sind jetzt schon mit 60 von letzten Mal, jetzt 40 Euro schon bei 207 Euro. Ich lächle zwar, aber das ist gerade total ungünstig. Also wir müssen das Ganze jetzt mal besser überwachen. Und ja, wir haben ja auch zum Beispiel einen Fernseher, worüber man super dann gucken kann. Aber auch da müssen wir einfach ja jetzt eine Lehre rausziehen. Das alles geht besser und das war im letzten Jahr nicht so ganz. Und naja, so, weiter geht's. Kiste gerade hier. Wir bleiben stehen, weil ein stehendes Fahrzeug kann keinen Unfall verursachen. So hat der Fahrlehrer zu mir gesagt, weil wir gesagt haben, hier fahren wir nicht durch. Jetzt geht's weiter. Hier ist die Vegetation auf jeden Fall schon eine ganz, ganz andere und wir freuen uns gleich auf unser Ziel. Wir sind gerade kurz angehalten. Seht ihr das da hinten? Wow. Das sind alles Flamingos. Das kommt auf der Kamera nicht so rüber. Also wir erkennen es auch nicht ganz, aber man sieht so einen leichten rosanen Touch. Und wenn ich jetzt mal nach hier rüber gehe, einen Moment, da erkennen wir sie besser. Und daher wissen wir, das sind da hinten hundertprozentig Flamingos. Wow, hier sind gerade so viele Vögel, da sind auch so viele Silberreiher, nennen die sich hier, diese weißen. Und ich bin mal gespannt, richtig, richtig schön gerade hier. Und diese Ruhe, man hört Ruhe, ne? Einfach nur, genau, man hört einfach nur die Tiere. Hier fahren wir jetzt im ruhigen Gewässer. Der Milo ist natürlich auch mit vorne mit dabei. Er ist jetzt wach geworden. Und hier gibt es die erste Info, ne, Mops, wenn du hier mal guckst. Ja, genau. Da steht, Camping and Overnight Stay is strictly forbidden. Und da unten 750 Euro. Also wisst ihr Bescheid. Ja, ja. Das wird hier, wenn eine teure Nacht. Aber wir wollen nur hier tagsüber sein. Und der Milo ist auch gerade nur hier, weil hier ist jetzt gerade nichts los. Wir bleiben ja hier vorne stehen. Von daher habe ich gesagt, ich nehme ihn mal kurz, weil er wach ist. Ja.
Ist der 1. Mai, wir drei sind jetzt bereit zu starten. Wir verlassen unsere Wohnung, unseren Heimathafen. Wir fahren raus in die Welt, in das Ungewisse. Denken an die Liebsten, wissen, dass sie uns vermissen. Ein paar Tränen laufen runter, fallen jetzt auf den Boden. Und wir halten uns die Hände, wir sind auserkoren. Diese Reise, unser Schicksal, ist unser Weg. Und es wird doch traumhaft schön, wie auch unbequem. Ihr seid mutig und naiv, das haben sie uns gesagt. Doch man lebt doch nur einmal, wir folgen unserem Plan. Pack die Sachen unter, ob lass ich dich unterkriegen. Du bist ein Wunder und jetzt lerne dieses Wunder lieben. Jeder Tag neues Glück, neue Möglichkeiten. Schieb das Schlechte einfach weg und denk an schöne Zeiten. Nur du selbst bist der Schlüssel für dein Glück bestimmt. Mach dich frei, geh da raus, ich wünsch dir Rückenwind. Komm raus ans Licht, zeig dein Gesicht. Versteck dich nicht, zeig mir, wer du wirklich bist. Komm raus ans Licht, zeig dein Gesicht. Versteck dich nicht, zeig mir, wer du wirklich bist. 1000 Meter auf die Straße, was ein langer Weg. Und man fühlt sich wie auf See, als hätte man endlich wieder Land gesehen. Wir können rasten an so Orten, wenn wir Bock haben. Die bringen Bilder wunderschön, so wie auf Postkarten. Unsere Sorgen minimieren sich von ganz allein. Wir haben uns und wir sind glücklich, wir können anders sein. Unser Traum von der Reise, er ist wahr geworden. Schau uns an, wir wollen zur Sonne und wir fahren dorthin. Keine Leine, keine Gitter, wir sind vogelfrei. Du kannst uns sehen in unseren Vlogs, wir gehen wie Drohne high. Es ist der Wille und die Kraft, wir sind aufgewacht. Du bist nicht klein, du bist das, was du aus dir machst. Große Ziele, große Wünsche, schreib sie einfach auf. Du kannst es schaffen, so wie wir, wenn du nur daran glaubst. Nur du selbst bist der Schlüssel für dein Glück bestimmt. Mach dich frei, ich wünsch dir Rückenwind. Komm raus ans Licht, zeig dein Gesicht. Versteck dich nicht, zeig mir, wer du wirklich bist. Komm raus ans Licht, zeig dein Gesicht. Versteck dich nicht, zeig mir, wer du wirklich bist. Ja, wir wollen uns das Ganze natürlich jetzt hier ein bisschen angucken. Also draußen ist definitiv eine Bremsenplage, nicht anders kann ich das sagen. Also ganz viele auch hier, ganz viele Mücken auf jeden Fall zu sehen. Und ja, jetzt gerade kamen wir hier. Hier geht's durch die Straße, durch den kleinen Fluss weiter. Ja, die Felgen habe ich heute Morgen noch abgewaschen. Deswegen wollen wir jetzt erstmal gucken. Da vorne kommt jetzt gerade eben ein blaues Fahrzeug. Der Milo ist gerade gut drauf, aber das gehört auch dazu. Und mal gucken, ob die hier durch den Tümpel fahren. Aber denen ist ja auch die Sauberkeit, glaube ich, nicht so wohl. Die haben andere Bereifung. Ich will nicht durch den Tümpel. Aber da hinten stehen halt noch ein paar Wohnmobilisten. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Deswegen warten wir mal ganz kurz ab. Seht ihr, wie das Fahrzeug kommt? Das wird echt da durchfahren. Ich glaube, das ist auch gar nicht tief. Oder? Nee. Der fährt doch nicht da durch. Guter Mann. Guter Mann, ich dachte schon, wenn, lassen wir ihn erst testen. Also wenn er nicht durchfährt, fahren wir auch nicht hier durch das Ding hier. Jetzt haben wir aber auch gesagt, jetzt gehe ich mal raus, komm. Jetzt müssen wir mal raus. Wir haben ja jetzt hier schon so viel Zeit jetzt hier verbracht. Das ist echt so herrlich hier. Und ja, hier wird echt damit geworben, womit auch versprochen wird. Oder versprochen, womit geworben wird. Besser gesagt, machen wir das so rum. Also das Ganze ist hier auch wieder ein Zuschauertipp, ne? Von den ganzen Campern, die wir auch immer wieder treffen. Hey, da waren wir auch und so weiter. Und das ist schon echt cool, ne? Also das ist echt schon was Besonderes. Ja, das ist natürlich hier das Perfekte, um euch das zu zeigen, wo und wie wir sind. Also wir waren jetzt hier, wir waren ja heute Morgen noch, sag ich mal, hier so circa. Sind dann hier runtergefahren, mussten hier heute die Handykarte holen. Und haben uns dann einfach hier, waren wir noch bei Lidl und so weiter, aber es interessiert auch gar nicht, sind dann hier runtergefahren. Und hier unten kommt ihr auf jeden Fall dann zu dieser Landzunge, sieht man das? Wegen dem Schatten ist das jetzt gerade eben doof. Und dann haben wir uns hier noch alles schön angeguckt. Also hier diesen ganzen Streifen, das sieht echt sehr, sehr schön aus. Und wir waren, letztes Jahr waren wir hier auf den Stellplatz. Und da fahren wir auf jeden Fall jetzt auch wieder hin. Da werden wir auch übernachten, der ist nämlich komplett kostenlos. Könnt ihr euch das mal einfach... ja, merken und dann auch mal gucken. Und wir sind jetzt genau hier an diesem Fotopoint. Genau hier sind dann also die Flamingos. Und natürlich auch drüben auf der anderen Seite, also wie man sieht. Ich versuche natürlich noch mal ein bisschen ran zu zoomen. Näher kann ich nicht ranzoomen. Aber auch da hinten, man sieht sich so richtig gut.
Da hinten sind sie auch. Aber ich gehe mal jetzt hier vorne in den Vogelkasten rein. Oder nein, nicht in den Vogelkasten, in die Aufsichtsplattform. Und hier sieht man auch, also das ist echt schon, das ist schon was Besonderes. Ne? Da kann man sich das Ganze angucken. Ne? Ja, hier haben wir das richtige Bild. Und das war auf jeden Fall ein Grund, das wollte ich euch da zeigen. Also hier ist wirklich Natur pur. Ich finde das echt so beeindruckend. Das sieht echt gut aus. Das ist echt nicht schlecht. Ja, hier ist auch richtig, also Publikum. Schaut mal, wie viele. Ja, da kann ich mal ruhig auch ein bisschen hier einfach zeigen, ne? Sehr beeindruckend. Eieiei, jetzt sind wir auf dem Platz angekommen und hier kam gerade eben schon ein Zuschauer auf dem E-Scooter vorbei. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und er sagte, Vorsicht vor den Mücken. Und ich habe es tatsächlich auch schon hier gelesen. Letztes Jahr waren wir ja genau einen Monat später da. Vielleicht hat das dann aufgehört. Also da haben wir hier überhaupt nichts von Mücken mitbekommen. Jetzt mittlerweile ist es auch schon wieder irgendwie 5:10. Das heißt, es wird gleich dunkel. Und er hat gewarnt. Also hier hat jemand anders vorgestern die Tür aufgehabt. Nur eine Minute oder sowas und dann war die ganze Decke schwarz oben, so sagt er. Also ja, hier ist Vorsicht geboten, aber wenn man mal überlegt, hier sind Reisfelder, hier sind ja überall Tümpel, hier ist das Meer und die ganze Natur. Ja, Mücken, oh oh oh. Wir werden auf jeden Fall berichten, ob sie uns zerstechen. Na, Lust auf Mücken? Oh ja? Nee, also jetzt gerade ist hier sogar schon eine Mücke drin gewesen, die war direkt an meinem Bein. Und jetzt habe ich hier Fliegen sehen. Ich weiß nicht, ob ich sie gekriegt habe. Auf jeden Fall, Tipp an jeden von euch, holt euch so ein Teil. Gestern Abend hatten wir auch eine Mücke. Da dachte ich mir, nein, nein. Und dann immer wieder versucht, sie zu kriegen mit dem Tuch, mit dem Tuch. Keine Chance. Und irgendwann habe ich zu dir gesagt, gib mir mal das Teil. Und ich sehe sie da oben. Siehst sie. Und da kannst du die halt wirklich super mitkriegen. Ein Kumpel und von mir. Und nicht irgendwo Flecken, wenn du die da irgendwie so batsch mit so einem Zeber irgendwie zerdrückst. Ja, ein Kumpel von mir hat immer einen Staubsauger geholt, hat die aufgesaugt. Oh, ich hab so das Gefühl. Ja, gerade hing doch schon einer bei dir. Ja, meine ich, da habe ich doch schon erzählt. Ah, ja, ja. Ich habe das Gefühl, da hängt schon eine. Ja, die kommen da jetzt alle gleich. Da oben ist auf jeden Fall eine. Oh. Ja, Enten hat der Mian entdeckt. Da vorne sind sie. Und schaut euch mal diesen Ausblick an. Das sind Teile. Diese Aussicht hier. Die Sonne geht jetzt unter. Wie das alles hier so aussieht. Diese Natur. Also hier ist man echt näher der Natur als irgendwo anders. Ja, wir fühlen uns pudelwohl. Ein bisschen Wind ist auf jeden Fall da. Mit den Mücken, das Ganze werden wir schon irgendwie hinkriegen. Wir werden auf jeden Fall berichten. Bis jetzt heißt es immer schnell raus, schnell rein. Das kriegen wir schon hin. Ja, die Sonne geht unter. Ich werde jetzt mit mir noch ein bisschen auf den Spielplatz gehen. Wir entlassen euch. Schaltet wieder ein. Nächsten Video, wenn es hier heißt Illo und Mops. Wir freuen uns über einen Kommentar, den ihr da lasst. Also jedes Kommentar ist auch ein Unterstützungskommentar. Also wieso nicht? Daumen hoch. Und ja, ein Abo, wer es noch nicht da gelassen hat. Wir freuen uns. Bis dann. Ciao.